Ja, schönen guten Abend allerseits. Natürlich ist Berlin die beste Stadt der Welt. Mir ist jede Stadt der Welt recht. Hauptsache es ist Berlin, das ist ja schon mal klar. Aber ehrlich gesagt freue ich mich vor allem auf die Impulsgeber heute und die Debatte, weil das Thema Gemeinwohl in der Stadtentwicklung ist natürlich ein ganz dickes Brett. Und man muss sich auch klar machen, was meint man eigentlich damit, wenn man das sagt. Und wenn man also mit dem Ziel einer solidarischen, nachhaltigen und innovativen Stadtentwicklung unterwegs ist, und das ist ja eine Maxime, die sich die derzeitige Regierungskoalition gegeben hat, dann kommt man natürlich zu der logischen Verpflichtung, dann muss Gemeinwohlorientierung Maxime unseres Handels sein. Wir wollen gewährleisten, dass Berlin auch in Zukunft eine leistbare und attraktive Stadt für alle ist und dass wir gerade in Bezug auf die Herausforderungen, mit denen wir es zu tun haben, sei es die zunehmende soziale Polarisierung, sei es die Notwendigkeit der Integration vieler verschiedener, sei es der Klimawandel, dass wir dafür eine zukunftsfähige Entwicklung ermöglichen. Und wenn man also überlegt, mit welchen Leitgedanken, Thesen man hier so rangehen könnte, dann ist, glaube ich, das Erste, was man sagen muss, wäre jetzt mal meine These 1, ein gemeinsames Verständnis von Gemeinwohl in der Stadtentwicklung aufzubauen und zukünftige und eigene Aktivitäten daran auszurichten. Was umfasst der Begriff? Und hier ist ja vorhin war die Definition zu sehen, ich habe sie auch gelesen und habe mir überlegt, was meint das jetzt eigentlich? Es ist ja nicht nur ein unbestimmter Rechtsbegriff, sondern es ist auch ein sehr breit interpretationsfähiger Begriff, der also ist Assoziationsmöglichkeiten in alle Richtungen verknüpft. Und er hat auch immer was mit dem kulturellen, gesellschaftlichen, aktuell tagespolitischen Kontext zu tun. Das hat Herr Madel ja jetzt sehr schön eingeführt. Und natürlich brauchen wir in einem demokratischen Gemeinwesen Räume, in denen wir diese unterschiedlichen Zugänge auch austauschen, in denen wir einander zuhören, in denen wir uns austauschen und wo wir dann auch Spielräume gewinnen, um diesem Begriff eine Berlin-spezifische oder projektspezifische Ausformung zu geben. Entscheidend ist also, dass man darstellt, was ist das eigene Verständnis von Gemeinwohl, wie kommt man in gemeinsamer Diskussion vielleicht zu einer Zusammenführung der unterschiedlichen Begriffe davon und dann natürlich, welche konkreten Möglichkeiten ergeben sich, das bei politischen Strategien oder konkreten Projekten dann auch inhaltlich zu unterlegen. Deshalb sage ich einfach mal, mein Verständnis wäre, Gemeinwohlorientierung verfolgt das Ziel, eine lebenswerte Stadt für alle zu erhalten und zukunftsfähig zu gestalten. Das ist ja schlicht, einfach und schön, machen wir auch jeden Tag, erweist sich im konkreten Handeln natürlich als schwieriger. Wenn man aber das so als Maxime sich anschaut, dann ist klar, es sind natürlich viele Themenfelder berührt, an denen man arbeitet, um ein solches Ziel zu erfüllen. Also Wohnen und zahlreiche Aspekte der Daseinsvorsorge, da kommt man sofort drauf. Bodennutzung, Liegenschaftspolitik, Umgang mit dem nicht vermehrbaren Gut, das haben wir ja im Stadtforum vor einem Jahr ausführlich diskutiert. Aber auch Wirtschaft, Arbeit, Kultur gehört dazu. Die Sicherstellung von gesellschaftlicher Teilhabe. Also wir merken, wenn es am Anfang klar war, wird im Laufe der Diskussion sozusagen wieder unübersichtlich, um nicht zu sagen schwammig. Gemeinwohlorientierung muss also eine Handlungsmaxime einer verantwortungsvollen Stadtentwicklungspolitik sein, und zwar bei den konkreten Programmen und Projekten, die sie verfolgt. Und wenn wir darüber reden, es ist ein handlungsleitendes Motiv, dann ist es ganz gut, sich klarzumachen, dass Berlin ja nicht am Anfang steht, sondern vieles auf den Weg gebracht hat und die Projekte highlighten sollte, bei denen wir nach unserer Vorstellung auf dem Weg schon ganz gut vorangekommen sind. Weil wir diskutieren immer über alle möglichen kontroversen Themen, aber selten wird in der Öffentlichkeit deutlich gemacht, wo geht es denn eigentlich in die richtige Richtung. Wenn ich also mal einen Fokus auf den gemeinwohlorientierten Wohnungsbau lege, dann ist klar, muss ich nicht erklären, warum das sinnvoll ist, wenn man die soziale Mischung erhalten will, wenn man die Berliner Mischung erhalten will, wenn man möchte, dass alle Menschen in der Stadt wohnen bleiben können, dann muss man sowohl bei der Schaffung von Wohnraum darauf achten, dass die Leute bezahlen können, also als auch bei den bestehenden Wohnungen darauf achten, dass die Mieten nicht durch die Decke schießen. Das diskutieren wir gerade mit einem entsprechenden Gesetzesvorhaben und es geht noch ganz viel hin und her, ich bin mir sicher.
Aber wir wollen natürlich auch Nachbarschaften und Quartiere gestalten. Wir wollen Mehrwerte schaffen durch Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Wir wollen den ÖPNV verbessern. Alles das dient sozusagen einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung. Es dient auch einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung, wenn städtische Gesellschaften ihre Erträge nicht abführen an den Stadthaushalt, wie es übrigens in vielen Städten Deutschlands der Fall ist, sondern reinvestieren können in ihre Bestände und in die wachsende Stadt. Deshalb haben wir folgerichtig in den Stadtentwicklungsplan Wohnen die Gemeinwohlorientierung des Wohnungsbaus als Zielstellung aufgenommen. Von dem zusätzlichen Wohnbedarf von 200.000 Wohnungen bis 2030 haben wir den ehrgeizigen Plan gefasst, also man könnte ihn fast aberwitzig nennen, dass die Hälfte dieser Wohnungen im gemeinwohlorientierten Sektor entstehen sollen. Das heißt natürlich, wir brauchen viele, die sich daran beteiligen. Wir brauchen natürlich die städtischen Wohnungsbaugesellschaften. Wir brauchen alte und neue Wohnungsbaugenossenschaften. Wir brauchen andere gemeinwohlorientierte, genossenschaftsähnliche, aber auch privatwirtschaftlich orientierte Träger, die eben nicht auf reine Ertragsmaximierung aus sind, sondern auch einen sozialen Gestaltungsauftrag verbinden mit ihrem wirtschaftlichen Handeln und private Bauherren, die übers Modell der kooperativen Baulandentwicklung verpflichtet werden, ist gut. Aber wenn Sie darüber hinaus auch einen eigenen Beitrag leisten wollen, dann ist es natürlich umso besser. Dass wir in diesem Kontext auch bezahlbaren Wohnraum erhalten müssen, das versteht sich von selbst. Wenn wir bestehende Steuerungsmöglichkeiten so konsequent wie möglich nutzen, also Stichwort Planungsrecht und dortige Festlegung, Stichwort städtebauliche Verträge, dann müssen wir zugleich die Handlungsspielräume ausloten und die Möglichkeiten erweitern. Wir müssen aber auch zugleich die Grenzen aufzeigen und möglicherweise auch politischen Handlungsbedarf, da wo wir nicht weiterkommen. Das Thema Planungsgewinnabschöpfung ist, glaube ich, in den 60er Jahren auf die bundespolitische Tagesordnung gesetzt worden und seither davon verschwunden. Wenn wir überlegen, wie finden wir weitere, diese vielfältigen Anknüpfungspunkte für mehr Gemeinwohl in der Stadtentwicklung, wie erkennen wir die und wie aktivieren wir die? Das ist ja eine Aufgabe, wenn klar ist, dass nicht Politik alleine und nicht Verwaltung alleine dafür sorgen soll, Gemeinwohl zu etablieren in der stadtpolitischen, stadtgesellschaftlichen Entwicklung, dann ist es natürlich wichtig, dass wir auch überlegen, welche anderen Akteure haben wir denn? Also gemeinwohlorientierte Projektentwickler gibt es inzwischen zum Glück sehr viele in dieser Stadt. Ob deren Tun in der Stadt auch so bekannt ist, wie es bekannt sein sollte, ob die Akteure auch so unterstützt werden, wie sie unterstützt werden sollten, ob sie eingeladen werden zu großen Entwicklungsprojekten der Stadt, das ist dann sozusagen das Handlungsfeld, wo Politik sich stärker orientieren muss an Bündnispartnern. Wir haben Bündnispartner für das, was wir tun wollen, und deshalb brauchen wir sozusagen sowohl thematisch als auch räumlich als auch in den Akteurskonstellationen eine klarere Vorstellung davon, mit wem können wir gemeinsam diese Ziele erreichen. Ne? Weil es war ja vorhin auch zu deren Verwirklichung sich Menschen in einer Gemeinschaft zusammenschließen. Heißt, wir brauchen Partner für das, was wir tun. Gemeinwohlorientierung ist ganz offenbar nicht nur eine Aufgabe von Politik und Verwaltung. Sie kann nur gelingen, wenn wir gemeinwohlorientierte Akteure als professionelle Partner erkennen, anerkennen, einbeziehen und unterstützen, da wo es notwendig ist. Und deshalb, glaube ich, sind wir sehr froh in Berlin, dass wir da so eine vielfältige Landschaft aktiver Träger, Institutionen haben, und diese Landschaft sozusagen zu pflegen, ja, ist schon mal ein wichtiger Punkt der Stadtpolitik. Wir haben eine Menge zahlreiche etablierte Akteure, seien es soziale, karitative oder im kirchlichen Bereich, die wir natürlich einbeziehen sollten in das, was wir tun. Und was ich jetzt interessant fand, wenn man den Begriff Gemeinwohl in eine allgemeine Bürgerbefragung gibt, ja, also was sind so die am Gemeinwohl orientiertesten Institutionen in der Gesellschaft, was kommt da an Top 3? Da kommt erstens Feuerwehr, zweitens technisches Hilfswerk, drittens DRK. Ne, also eine gemeinwohlorientierte Akteure der Stadtentwicklung sind offensichtlich in dem allgemeinen Bewusstsein von Gesellschaften noch nicht so präsent
und wir sollten alles dafür tun, dass sich das ändert. Wir müssen sie also in ihrem Wirken stärken. Wir müssen sie als professionelle Partner einbeziehen in die eigenen politischen Projekte. Und wir brauchen eine Verbesserung der Bedingungen ihrer Tätigkeit, damit diese Träger eben nicht um die wenigen Ressourcen und um die knapper werdenden Ressourcen in einer wachsenden Stadt konkurrieren müssen. Und genau hier setzen wir mit anderen Berliner Senatsverwaltungen an. Ne, also die Wirtschaftsverwaltung ist auch da, ist noch gar nicht begrüßt worden. Hallo Wirtschaftsverwaltung, die Senatsverwaltung für Kultur und Europa kümmert sich natürlich auch um solche Themen. Die Senatskanzlei, Herr Staatssekretär Nägele, ist begrüßt worden, ist auch an diesem Thema dran. Also es lohnt sich, darüber nachzudenken, wo sind wir heute schon beim Thema Gemeinwohlorientierung, wo können und müssen wir uns weiterentwickeln, was sind die Schwerpunkte, die wir als nächstes in Angriff nehmen. Und vor diesem Hintergrund freue ich mich jetzt nicht nur auf die Inputs, sondern auch auf die anschließende Diskussions- und Arbeitsphase. Vielen Dank.